SE kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Pass auf, wo du hinsiehst, mein Junge. Der furchterregende Rayfish kann seinen Gegner mit einem blendenden Lichtblitz betäuben. Ich nehme an, dafür hast du einen Plan, richtig? Kerl, du liebe Landratte! Manchmal vergesse ich, dass du erst halb gar hinter den Kiemen bist. Doch der Rayfish hat schon wenige freundliche Fische angelockt. Ich kannte mal eine Adlige, die hat einen als Haustier gehalten. Von Gier geblendet, was? Hä? Oh, ja. Eine wahrlich blendende Warnung. Okay, jetzt reicht's. Die Geschichte geht weiter. Bei unserem letzten Gespräch warnte ich vor der Ankunft der Grapnel. Dieses große Schiff kam auf uns herab, wie ein Anker in die Tiefe. Ein furchterregenderes Schiff hast du noch nie gesehen. Es war spitz wie ein... Wie ein Fisch. Wie die Nase eines knochigen Fischs. Es hatte drei riesige Klauen. Ja, genau. Das Fahrwerk. Aber dann öffneten sich die gewaltigen Kiefer. Ei, die Laderampe. Sei jetzt still und lass Scuba erzählen. Ach, die gewaltigen Kiefer öffneten sich und erbrachen die schreckliche Crew. Üblere Fischer hast du noch nie gesehen. Angeführt von dem Übelsten von allen, Captain Vanyek Vett. Der bärtige Besaliskbälte, er werde in unseren Gewässern fischen. Sie waren Trophäenjäger und auf die seltensten Fänge aus. Wir Sakavianer weigerten uns. Schließlich hatten wir die große Knappheit. Jeder Fisch war wertvoll. Aber dem wilden Captain waren unsere Nöte egal. Mit einem Rülpsen zog er aus seiner Reuse eine gewaltige Harpune. Warte, schrie der kleine Scuba und hüpfte von seinem Stein. Ich kenne diese Gewässer wie den Geschmack meiner eigenen Zunge. Unter dem Eis sind kaum Fische. Aber, fuhr ich fort, wenn ihr mich mitnehmt und mein Dorf in Frieden lasst, zeige ich euch, wie ihr die seltensten Fische an euren Haken bekommt. Der schreckliche Kapitän strich sich durch seinen brackigen Bart. Nach einer langen Pause streckte er mir seine Hand entgegen und grinste fürchterlich. Junge, sagte er, du hast Glück. Ich brauche jemanden für meine Crew, der sich auf dem Meer auskennt. Oh, Kerl, könnte ich nur zurückkehren zu dem Moment, als ich Captain Wetts furchtige Hand ergriff. Wäre ich nur nie von meinem Stein gestiegen. Aber meine Begegnung mit Undern hatte mir einen Hang zum Unbekannten beschert. Ich konnte dem Ruf des Abenteuers nicht widerstehen und ich musste meine Leute retten. Also legte ich mit der Grapnel ab und dachte an meine Aufgabe. Ich würde ein Fischer für Captain Wett sein. Natürlich hatte mein Abenteuer erst begonnen, denn kaum trat die Grapnel in den Orbit ein. Mehr Ärger nehme ich an? Aber ich schwafle schon zu lange. Komm wieder, dann erzähle ich dir mehr.
Danke fürs Mitnehmen. Thank you.
Danke, mein Freund. Noch ein Kopfgeldpuck. Wir sollten ihn Cage zeigen. Ich habe gerade dein dummes Leben gerettet. Wer bist du überhaupt? Ich bin Turgle. Tja, wenn du weiteratmen willst, dann folge mir. Das hier ist Raider-Gebiet. Komm schon, Neko. Na los!
gemacht. Was für eine Vorstellung. Komm her, mein Kriegerfreund. So einen Kampf habe ich seit der Meisterschaft nicht mehr gesehen. Wir stehen in deiner Schuld. Was macht ihr hier draußen? Wir haben nach den größten und stärksten Bestien gesucht, die einander bekämpfen. Und der Sieger kriegt alles. In unserem Holotaktik-Spieltisch natürlich. Holotaktik, aha. Genau. Und du hast uns gerade geholfen, Bestiendaten für unser Spiel zu sammeln. Sobald wir einen Ort gefunden haben, um uns niederzulassen, versteht sich? Mein Freund könnte interessiert sein. Er betreibt Pailun Saloon. Ah, er. Der Saloon in Rambler's Reach. Dieses Loch? Ich wusste gar nicht, dass es offen hat. Okay, ich sag dir was. Wir freuen uns sehr, Holotaktik ins Pailun zu bringen. Das könnte den Laden aufmöbeln. Wir sollten uns beeilen, Talimu. Alles zu seiner Zeit, Beamer. Man sieht sich. Noch ein Raider mit Lichtschwert. Legend schickt sie, um irgendetwas zu suchen. Und wir folgen derselben Fährte. Du bist der Beste. Kein Durchkommen. Noch so ein Gerät. Es ist auch kaputt. Er kommt! Zerstört ihn jetzt! Nein! Wartet! Santari! Noch eines von Centauris Geräten. Dagon hat Jedi getötet, weil sie es zerstört haben. Ich denke, das könnte unsere Antwort sein. Bringen wir das hier zu Meister Cordova.
Sehen wir uns das mal an. Ich glaube, das gehörte Meister T'Pol. Dieses Fenster führt nach draußen. Halte sie auf! Vorsicht! Ich kann nicht! Wir sollten das hier zurück nach Jeddah bringen. Meister Cordova will bestimmt sehen, was wir gefunden haben. Pass gut auf dich auf, ja? Thank you.
der Neue. Hallo. Hallo zurück. Wenn du einen Ausblick suchst, solltest du zur Oberkante der Schlucht gehen. Ist es die Mühe wert? Keine Ahnung. War noch nie dort. Zu steil zum Klettern. Und da oben gibt es viele Kreaturen. Und ein paar davon fressen dich nicht mal. Klingt wie das Paradies. Der Aufstieg ist schwierig, aber du findest sicher einen Weg. Von dort kannst du dann die wahre Schönheit von Kobo sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Nachdem ich diese Ruinen aus der Hohen Republik mit eigenen Augen gesehen habe, wie soll ich da an die Akademie zurückkehren? Solche Worte hätte ich von einer Historikerin nicht erwartet. Ich genauso wenig. Ursprünglich konnte ich es kaum erwarten, mich in einer Bibliothek einzuschließen. Wozu eine Ausgrabung besuchen, wenn du über 30 von ihnen lesen kannst, oder? Warum hast du dann beschlossen zu gehen? Es ist schwer zu beschreiben, aber... Je mehr ich lernte, desto mehr wollte ich mir die Hände schmutzig machen und das ausleben. Nicht nur an einem Terminal voller Kaffeeflecken darüber lesen, verstehst du? Hey! Ich weiß, was du bist. Nur damit du es weißt. Ach was. Natürlich. Dein Verhalten, das Schwert an deinem Gürtel. Ich werde natürlich nicht sagen. Warum nicht? Mit dem Kopfgeld kämst du von hier weg. Und ich hab dir schon genug erzählt, dass mir ein Platz in einem imperialen Gefängnis sicher wäre. Dann muss ich wohl auf Ehre unter Gesetzlosen setzen. Ich weiß, wie es ist, wenn dir eine Pechsträhne die Kehle zuschnürt. Und ich respektiere jeden, der weiterkämpft, wenn die Chancen schlecht stehen. Du bist schwer zu durchschauen, Moran. Dann hab ich es noch in mir, wie man so schön sagt. Ich nehme ein Sandwich mit gesalzenem Stargar. Ein Stargar-Sandwich? Das hatten wir letzten Monat auf der Karte. Habt ihr die verdammte Speisekarte schon wieder geändert? Grease kann auch einfach nichts in Ruhe lassen. Du kennst doch Grease. Der Boss ist ein kulinarischer Erfinder, der sich nicht bremsen lässt. Aber vielleicht hättest du gerne einen jodierten Garnbraten. Eine alte Leibspeise von dir. Alte Leibspeise? So zart, dass du es zum Essen einladen willst. Bin ich wirklich schon so lange hier gestrandet, dass ich eine alte Leibspeise habe? Tja, die Zeit rast, wenn dein Gemüt so sonnig ist wie ein Friedhof auf Umbara. Wir reden später, ja? Freut mich, dass ihr beide das Paluns gefunden habt. Danke nochmal für die Einladung. Ich heiße übrigens Ashari. Ich bin Kerr. Das ist BD1. Mann, du hast mir nicht gesagt, was für eine Spelunke dieser Laden ist. Dieses Saloon hat eine schlechte Akustik, seltsame Gäste und eine kaum funktionierende Toilette. Er ist perfekt. Bin gespannt, was ihr drauf habt. Ich bin mir ziemlich sicher, Grease Jukebox ist älter als die Republik. Verstanden, Cal. Wende dich an DDEC, wenn du was Spezielles hören willst. Mach ich. Danke. DD, gib mir noch mal dieses Sample. Mal sehen. Ein Barkeeper hat immer zu tun. Das Lied wird dir gefallen, Kumpel, das weiß ich. Wie wär's hiermit? Nehmen wir dieses Lied. Okay,
Was wollen wir uns anhören? Und? Was hast du gemacht, bevor du hierher kamst? Ich war Teil einer wandernden Schaustellertruppe. Ich musste schreckliche Kostüme tragen und wahrsagen, während andere das Publikum betrogen. Das klingt irgendwie erniedrigend. Ja, aber jede Erfahrung bringt auch einen Nutzen, Umherziehender. Als ich auf Kobo eintraf, bemerkte ich einen Scharlatan, der jemanden mit falschem Priorit hintergehen wollte. Woher wusstest du das? Er trug trotz Hitze lange Ärmel. Taschenspielertricks, hä? Sowas habe ich mal bei einem Händler auf Corellia gesehen. Ein alter Trick. Ich habe den Verkauf gestoppt. Und seitdem ist Doma mir dankbar. Und der Schwindler? Soll den Trick bei den Raiders probiert haben. Sein Schicksal war besiegelt. Umherziehender, du riechst nach Rauch und Sand. Dann sollte ich wohl noch mal duschen. Bis später, Tulakt. Hast du das Zeug? Ich hab die Ware. Du sabberst ja förmlich. Ich nehme das hier. Gut. Hier, das ist er. Hab dein erstes Ziel gefunden. Anscheinend treibt sich ein Haxion-Stümper namens Kip Oster in der Baggerschlucht rum. Er versucht, seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Hör zu, da wir jetzt Partner sind... Partner, was? Geschäftspartner, beste Freunde, nenn es wie du willst. Jedenfalls ist unsere Beziehung eine Investition. Und wir haben größere Fische zu fangen als diese unfähigen Raiders. Ich komme noch zu den Kopfgeldern. Aber wenn meine Freunde Ärger haben, hat das Vorrang. Diese Einstellung wird dich umbringen, Kerl. Aber irgendwie kann ich sie auch respektieren. Geh jetzt, ich bin beschäftigt. Beschäftigt. Tisch ist reserviert. Alles klar. Hey, ganz ruhig, Grock. Entschuldigt meinen Freund hier. Er ist nur ein bisschen vorsichtig. Ja, das verstehe ich. Ich heiße Dana. Mein Partner und ich haben das Talent, aus Gelegenheiten Profit zu schlagen. Ich bin Kerl. Das ist BD. Lautes kleines Ding. Wir wollen vielleicht zur Baggerschlucht. Warst du schon mal da? Ein oder zweimal. Ich wäre dort vorsichtig. Das ist das Gebiet der Raiders. Raiders Gebiet. Grock, ich bin sicher, so schlimm ist es nicht. Ich riskiere meinen Hals nicht auf dem Gebiet der Raiders. Hey, war schön, dich kennenzulernen, Kerl. Ich muss jetzt was Geschäftliches mit meinem alten Kumpel hier besprechen. Komm, BD. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Alles begann, als ich mich einem Söldnertrupp anschloss. Grock war einige Monate früher rekrutiert worden. Wegen meines guten Aussehens. Genau. Und ich, weil ich so geschmeidig bin wie Huttentran. Alles lief gut, bis unser Team das Imperium übers Ohr hauen wollte. Und dann... Wir haben uns aus dem Staub gemacht und einen Neuanfang gewagt. Der Rest der Truppe wurde getötet oder eingesperrt. Was zum Kork, Grock? Ich erzähl die Geschichte.
Der Junge muss nicht unsere ganze Lebensgeschichte hören. Die Sache ist, dass Grock und ich erkannten, dass wir zu zweit besser dran sind. Wir kennen das Gefühl. Wie geht's? Hey, hast du kurz Zeit? Anscheinend kenne ich jetzt deine ganze Crew. Also die alte Crew. Es wirkte auf mich, als wäre da eine gewisse Spannung zwischen dir und Seal. Es ist immer etwas seltsam, jemanden nach Jahren wiederzusehen. Ich habe nicht viele Leute, mit denen ich eine Beziehung habe. Aber das sagt wahrscheinlich mehr über mich aus als über dich. Meinst du? Ach, es gibt nur Kata und mich. Und mehr könnte ich derzeit auch nicht verkraften. Je mehr Leute in deinem Leben sind, desto mehr kannst du verlieren. Weißt du? Vielleicht ist es nur Grease Eintopf, aber dieser Ort beginnt mir zu gefallen. Die Bethlehem Raiders sind zurzeit erschreckend ruhig. Sie machen viel weniger Ärger als sonst. Das sind die guten Nachrichten. Und was sind die schlechten Nachrichten? Es geht das Gerücht um, dass sie sich hinter einem neuen Anführer sammeln. Weißt du etwas darüber? Dagon Garra. Bravest Dinti. Das passt. Kobo kriegt einfach keine Verschnaufpause. Pass auf dich auf da draußen. Du auch, Mosey. Hey, Kleiner. Ich habe schlechte Nachrichten über unseren Lieblingsfanatiker auf Ordo Aris. Ich weiß bereits, dass Sorg Tormo ein neues Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Ach so? Einer deiner Stammgäste hat mich informiert. Sie hat die Haxion-Brut beobachtet. Also sind wir diesmal einen Schritt voraus. Ach, man sollte meinen, der Typ würde es mittlerweile bleiben lassen. Nicht jetzt, Kerl. Ich bin ziemlich sicher, dass Monk mein Gewürzregal umgeräumt hat. Aber ich weiß nicht genau, was jetzt anders ist. Aber so schlimm ist das nicht. Vielleicht weiß er ja wirklich, was er tut. Nach meiner Rückkehr auf die Mantis sieht der Saloon im Vergleich dreckig aus. Einmal feucht durchwischen könnte helfen. Hey, Scuva, wie ist das Wasser? Ach gut, ich wollte dir nur danken, weil du mir deinen Tank geliehen hast. Da ist noch viel mehr Platz für viel mehr Fische. Die Ruder können in Bewegung bleiben. Oh, Kerl, es ist schön, Sie völlig intakt zu sehen. Alles gut bei dir? Ja, danke. Das erste Mal, dass dieses Grenzgebiet von Marodeuren heimgesucht wird. Aber wieder einmal bieten ihnen die edlen Jedi-Ritter die Stirn. Ein schöner Gedanke, Sie, aber wir sollten vorsichtig sein, was den edlen Ritter angeht. Ja, natürlich. Viel Glück bei der Verfolgung dieser Spuren. Und bitte sagt Bescheid, falls ihr etwas findet. Pass auf dich auf und halte die Augen nach weiteren Raiders offen. Oh, das werde ich. Macht mit euch sein, Kerl. Ich denke, ich stöbere ein wenig herum. Sieht gut aus. Ausgezeichnete Entscheidung. Sehen Sie sich das an! Später.
Sieh dir diesen Saloon an. Monk hat richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ich habe geholfen, indem ich mich nicht eingemischt habe. Wusstest du, dass es auf dem Dach einen Garten gibt? Ja, habe ich schon gesehen. Weißt du, was ich an Pflanzen mag? Wenn ich mit ihnen rede, können sie nicht einfach weggehen. Ich wünschte, ich könnte ein furchtloser Krieger wie du sein. Aber das kann ich nicht. Also bin ich froh, dass du da bist. Hey, Kumpel. Hallo, Cal. Du kommst gut mit Droiden aus, stimmt's? Klar. Mit Leuten hatte ich dagegen immer Probleme. Droiden sind logisch und zu einfach zu reparieren, wenn sie kaputt sind. Leute sind unberechenbar. Was du nicht sagst. Aber wenn du die richtige Person gefunden hast, wird's leichter. Hoffentlich. Hallo? Zurück. Wir sollten uns ordentlich vorstellen. Ich bin Bimauk und das ist mein Partner Talimu. Wie du siehst, haben wir hier in Pailuns Saloon ein Holotaktik-Spiel aufgebaut. Ich bin Cal. Freut mich, dass ihr beide das Pailuns gefunden habt. Das würde ich gerne zurückgeben, aber du kannst ja ohne Zweifel bestens auf dich selbst aufpassen. Wie ich sehe, hast du einen Droidengefährten. Wenn er Kämpfer scannt, kann er sie zu deinem Holotaktikstapel hinzufügen. Verstanden. Je mehr Scans BD sammelt, desto mehr Optionen habe ich im Spiel. Genau. Natürlich hält dich nichts davon ab, jetzt eine Runde zu spielen. Die Frage lautet, bist du in der Lage, die... zu besiegen. Es ist also eine Aufnahme. Wann fange ich an zu reden? Ist erledigt! Die Würfel sind gefallen, fürchte ich. Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Wie schalte ich das aus? Deine Gegner werden hier sein, wenn du zurückkehrst. Die aktuelle Lage ist hart, aber denk mal an die alten Zeiten. Erinnerst du dich an den Ärger auf Datomir? Kashyyyk? Das war knapp, aber jetzt ist es noch gefährlicher. Ich frage mich, wo wir wohl stehen, wenn wir all das hinter uns gebracht haben. Vorausgesetzt, wir überleben.
Was glaubst du, was wir finden werden? Jedda, hä? Kälte ist nichts für Lateros, weißt du? Kann Cordova was mit der Tech anfangen, die Kerl gefunden hat? Machst du Witze? Cleverer als der Typ geht gar nicht. Ich kann's kaum erwarten, Sia wiederzusehen. Ich schulde ihr viel. Sie hat mir die Kredits für das Pylons vorgestreckt. Was schuldest du ihr, Grease? 2000 Kredits, summa summarum. Vielleicht koche ich Oma Pylons berühmte Kasserolle und sie vergisst das Ganze. Für 2000 Kredits muss das aber eine echt gute Kasserolle sein. Setz dich, Junge, wir landen gleich. Du nicht mit mir, Grease? Ich komme nach. Muss noch auf der Mantis bleiben und die Diagnostik prüfen. Wenn etwas repariert werden muss, werden dir die Anachoreten sicher gerne helfen. Oh, nein, danke. Ich will diese Spinner nicht auf meinem Schiff haben. Trotz dieser Masken kann ich es spüren, wenn diese Anachoreten mich beobachten. Stimmt, aber woher wissen wir, dass es sicher ist? Wir können es nicht wissen. Die Ressourcen des Netzwerkes sind dünn gesät. Und einige örtliche Anführer sind nicht bereit, die Risiken zu akzeptieren. Wie können wir sie überzeugen? Viele fürchten, dass sie durch... Ein außergewöhnliches Gerät. Das hier ist womöglich ein Duplikat. Beide wurden beschädigt durch... Lichtschwerter. Ich weiß nicht. Diesmal. Hätte ich auch nicht gedacht, hm? Könnte sie reparieren? Ich weiß es nicht. Doch ich werde es versuchen. Meisterin Janda, das Imperium nähert sich der Pilgerzuflucht. Ein Stoßtrupp? Nein, ein Ausgrabungsteam. Gut, dann wissen sie nichts von dem Unterschlupf. Noch nicht. Unterschlupf? Versteckt in den Ruinen. Hat die Evakuierung begonnen? Ist bereits im Gange. Aber Bruder Amias antwortet nicht. Amias hat die Kommunikationscodes. Wenn sie ihn ergreifen, könnte der gesamte versteckte Pfad in Gefahr geraten. Ich kenne die Ruinen. Ich gehe. Ich komme mit. Boat? Ich bleibe lieber hier. Mache mich nützlich. Ich könnte einen Assistenten gebrauchen. Bringt Amias zurück. Machen wir. Und keine Heldentaten. Mit ihm hier? Kann ich nicht versprechen. Ich schätze, sie hat dich gemeint. Ist das Versteck weit weg? Nein, aber wir brauchen einen Spamil, um hin...